Hi, hi, wir sind hier mit Babylou aus dem Saarland. Die haben heute einen Support-Kick gespielt für Adula im White Rabbit und stehen uns jetzt noch Rede und Antwort. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, während Adula, die gerade im Hintergrund spielen. Wir fassen uns, glaube ich, recht kurz, denke ich, ne? Weil Adula ja im Hintergrund spielt. Ja, leg mal los. Ihr habt jetzt 10 Jahre Bandgeschichte zu feiern dieses Jahr und habt auch ein sehr, sehr, sehr ereignisreiches Jahr hinter euch. Wenn ihr mal zurückblickt auf die 10 Jahre, die ihr jetzt gemacht habt und euch überlegt, was nehme ich mit in die nächsten 10 Jahre aus dieser Bandgeschichte, was wäre das? Ich würde nochmal ein Schlagzeug kaputt schlagen, glaube ich. Ich habe ja irgendwann in unserer Band-History ein Schlagzeug kaputt geschlagen. Das würde ich irgendwann in den nächsten 10 Jahren nochmal machen, glaube ich. Einfach nur wegen der Erfahrung. Ja, klingt vernünftig. Sind ja auch nicht viel wert, die Teile. Ansonsten würde ich auf jeden Fall nochmal, glaube ich, Brasilien spielen wollen. Vielleicht 2015. Ja, oder? Ich würde, ja, auf jeden Fall. Oder würdest du lieber nochmal in England spielen? Ich würde gerne. Ich glaube, Transsilvanien war auch ganz cool. Okay, es gibt auf jeden Fall irgendwas zu England zu erzählen. Ich würde gerne mal in Frankreich spielen, aber nee, auf jeden Fall Touren. Genau, prinzipiell das Reisen. Ja, steht ganz hoch im Kurs, glaube ich, bei uns. Also viel wegfahren, viel rumfahren und vielleicht auch mal eine Platte machen. Ja. Würde mich freuen. Der Plan für das nächste Jahr. Okay, nice. Jahrzehnt. Gut, wir hacken hier alle Fragen innerhalb einer Frage ab, die Pläne fürs nächste Jahr. Aber zu Brasilien. Sollen wir da nochmal drauf eingehen vielleicht? Erzähl doch mal noch ein bisschen was. Wie sind denn eure Pläne für nächstes Jahr? Wollt ihr nochmal eine CD aufnehmen oder wie ist das? Zuallererst spielen wir mal die Jubiläumsshow am 31.12. Vielleicht zieht die sich irgendwie sogar ins nächste Jahr mit rein, glaube ich. Ja, es wird, glaube ich, ein Best-of-Set, ein vierstündiges. Und das wird dann schon das erste Date quasi im neuen Jahr, das Best-of-Date. Und dann geht es irgendwie im Januar schon direkt los mit ersten Shows nochmal. Wir spielen auf der Release-Show von Delta Waits in Rastatt, ne? Genau. Im Art Can Robea. Das wird auch ein recht cooles Ding. Und ich glaube, ein Tag vorher ist eine Show mit Nitro Injectia aus Berlin und da ist auch eine kleine Ausstellung über unser 10-jähriges Schaffen in Kusel. Nice. Und das wären die ersten 2 Sachen, glaube ich, im Januar und dann geht es irgendwie munter weiter, noch in Osteuropa, glaube ich, im Frühjahr und im Herbst soll eine neue Platte rauskommen, eine 10-Inch mit 8 Songs. Ja. Okay, das Jahr ist mehr habe ich nicht auf dem Zettel. Die wir in Brasilien aufgenommen haben. Also irgendwie 8 Songs. Deine Hand aus, Florian. Halt die mal bitte in die Kamera. Können wir hier mal eine Nahaufnahme haben? Geh da mal ran. Ja, heftig. Okay. Wir beeilen uns für dich. Ich schlag den Bogen nämlich, weil ich halte mal ganz kurz in die Kamera. Halt das mal in die Hand. Franz Saarschleifer habe ich nämlich zufälligerweise in Rastatt kennengelernt auf dem Gig. Im Art Can Robea. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, es war ein Jugendzentrum. Also, das kann auch sein. Ja. Auf jeden Fall wart ihr mit dem unterwegs in Brasilien. Hab ich das richtig? Wir waren sogar 2012 schon mal mit ihm im Art Can Robea in Rastatt. Da wurde er, glaube ich, nochmal gebucht dieses Jahr. Ja, und er war natürlich auch mit in Brasilien. Genau. Und hat da eigentlich auch alle Shows mitgespielt. Wie kam es an in Brasilien? Also jetzt mal eure Mucke. Franz Saarschleifer. Unsere Mucke. Ja. Also ja, ist das ja nochmal was ganz anderes? Wie in oder? Europa. Ja. Niemand kann irgendwie was damit anfangen. Nee, Quatsch, nee. Ganz gut so. Ja? Ja, schön. Und Franz Saarschleifer selber, seid ihr gute Dudes irgendwie? Oder kennt ihr euch schon länger? Er ist auch aus dem Saarland, wohnt bei uns im Hood und eine Straße weiter. Und ja, man kennt sich, sieht sich fast. Man grüßt sich noch. Nee, Quatsch, nee, also alles cool. Nice, schön. Vielleicht schafft das ja auch mal irgendwann nach Freiburg. Sehr, sehr, sehr talentierter Typ. Und die drei Jungs auch sehr, sehr, sehr talentiert. Ich hoffe, wir hören noch mehr. Auf jeden Fall stehen die Pläne, die selbsternannten Kings of Briscastle, ne? Ist das, wo ihr herkommt? Genau. Oder du kannst uns auch Kings of False Metal nennen. Kings of False Metal, alles klar. Kings of False Metal, wenn ihr sie mal hören wollt, dann am besten kauft ihr eine Platte auf dem nächsten Konzert in eurer Gegend oder gibt es wahrscheinlich auch im Internet auf Facebook, MySpace und Co. Ja, auf unserer Homepage oder Facebook-Seite, wo immer. Schön. Wie heißt denn die Homepage? Genau. baby-lu.org. Ja, und dann werdet ihr auf alle Seiten verlinkt, die unwichtig sind oder wichtig, je nachdem.
Alles klar, wissen wir Bescheid. Für mehr Interviews und Live-Sessions proudlyugly.com und jetzt geht's weiter zu Adula. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Jungs. Bye, bye. Ciao. Ciao.